Ich bin das Boom in Boomville. Ich habe mir deine Soap angesehen. Gute Tage, schlechte Tage oder so. Ach was, echt? Und was sagst du? Komplette Zeitverschwendung. Ach komm schon. Ich bin damit aufgewachsen. Ich habe davon geträumt, nach Amerika zu gehen und als sexy Arzt mit meinem Lambo zur Notaufnahme zu fahren. Armer Mac, außer deinem Umzug ist nichts davon wahr geworden. Ich gebe zu, es war ein bisschen kitschig. Ein bisschen?
Der Tag ist halb rum. Ist das jetzt gut oder schlecht? Yeah, Baby!
Millionaires Row ist das Haus. Und ein Freund des Haus ist nicht mein Freund. Thank you.
Lakeside macht mich immer nervös. Ich habe hier einfach zu viele Jobs abgezogen. Miller, ich habe einen Job für dich. Gib du mir erstmal was, was mir weiterhilft. Ich bin hinter dem Boss des Haus her, dem Collector. Er führt weitere Tech, wie die in dem Königseck, ein. Bin ganz Ohr. Du stehst auf Navarros Liste. Das ist deine Chance, dich undercover umzusehen. Halt einfach die Augen offen und den Mund geschlossen. Glückwunsch, Miller. Du arbeitest jetzt für das Haus. Lieferst du heute die Löhne ab? Mhm. Navarro meinte schon, du redest nicht viel. Hier sind die Kohle und die Ziele. Und glaub nicht, du könntest mit dem Geld abhauen. Ich verfolge dich per GPS. Immer dieses Misstrauen. Hast du das Geld? Ja, bin unterwegs. Gut, halt die Augen offen und beeil dich. Jess! Hey, hast du was über diese Haustag? Ich arbeite dran. Uns läuft die Zeit davon, das Haus handelt schnell. Sowas dauert eben. Du wirst mir einfach vertrauen müssen, Ty. Tu ich doch, Jess. Nur eben dem Haus nicht. Bestechungsgeld. Nicht so laut, ja? An die Arbeit. Miller? Alles klar? Wenn du so fragst, ich hätte total Lust auf einen Burger. Mit den Zahlungen. Irgend so ein Mechaniker hat eine hübsche Summe bekommen. Das war Silver Rocks führender Schwarzmarkttechniker. Er ist auf Hightech-Teile spezialisiert, die alle mit Straßenzulassung Jahre voraus sind. Welche Tech sie auch beschaffen, die House Racer werden sie bald haben. Hier sind die Spenden für das Waisenhaus im Südsudan, Sir. Du hast ein ziemlich loses Mundwerk. Wie ist dein Name? Meine Eltern haben vergessen, mir einen zu schenken. Das hätten wir. Das war Mitko Vasilje. Tagsüber hochrangiger Diplomat, nachts Street Racer. Wieso lässt sich ein ausländischer Funktionär vom Haus bestechen? Er leitet eine Drag Racing Liga namens Diamond Law. Für das Geld manipuliert er Rennen. Geht es dir darum? Vasilje ist unwichtig. Mir
geht's um seinen Boss, den Collector. Ich soll hier ein reiches Arschloch schmieren, bist du das? Wo ist das Geld? Klappe. Nicht schlecht, Jess. Wer war denn der Gentleman? Das war Holtzman. Er baut dieses Hochhaus für den Collector und ist der Boss einer Offroad-Racing-Liga namens Hazard Company. Reizend. Zumindest weißt du jetzt, womit ihr es zu tun habt. Kommen dir Zweifel? Nix da. Das wollte ich hören. Weiter, Jeff! Nette Karre. Du redest? Ein bisschen Dankbarkeit wäre nett. Geh mir aus den Augen! Gut gemacht, Jess! Du hast also Natalia Nova getroffen. Sie ist der Boss einer Racing-Liga namens 1% Club. Das war Supernova? Ist sie nicht, stinkreich? Dieses Geld ist nicht zurückverfolgbar. Das bietet Leuten wie Nova gewisse Freiheit. Guten Tag, Officer Bradley. Nicht so vorlaut, Lady. Wo ist das Geld für die Zollbeamten? Hier, Ihre Donuts gehen aufs Haus. Und das war der letzte. Lady, du beeindruckst die richtigen Leute. Wenn du möchtest, hätte ich noch was für dich. Wie klingt deine Fluchtfahrt? Klingt großartig. Das wollte ich hören. Ich schick dir die Position. Hier weg. Jimmy! Na sowas! Was für eine nette Überraschung! Das Haus sagte, sie wollten nur reden, ich schwör's dir! Du mieser Verräter, arbeitest jetzt also für das Haus? Du etwa nicht? Du fährst meinen Fluchtwagen! Oh, richtig, guter Punkt! Wir sollten uns ergeben. Nein, Jimmy.
Du arbeitest jetzt für das Haus? Wolltest dich nicht einlochen lassen? Das war ein Test. Ich habe bestanden und wurde befördert. Klingt, als müsstest du mir dankbar sein. Übertreib's nicht, Jimmy. Bin. Miller, der ist erledigt. Ich weiß. Ist das hart genug für... Na toll. Hier weg. Jimmy! Na sowas, was für eine nette Überraschung. Das Haus sagte, sie wollten nur reden, ich schwör's dir. Du mieser Verräter, arbeitest jetzt also für das Haus? Du etwa nicht? Du fährst meinen Fluchtwagen. Oh, richtig, guter Punkt. Hier, yeah, einer weniger. In den Knast. Du arbeitest jetzt für das Haus? Wolltest dich nicht einlochen lassen? Das war ein Test. Ich habe bestanden und wurde befördert. Klingt, als müsstest du mir dankbar sein. Übertreib's nicht, Jimmy. Das ist nicht gut. Der hier geht auf meine Rechnung. Hier weg. Jimmy! Na sowas, was für eine nette Überraschung. Das Haus sagte, sie wollten nur reden, ich schwör's dir. Du mieser Verräter, arbeitest jetzt also für das Haus? Du etwa nicht? Du fährst meinen Fluchtwagen. Oh, richtig, guter Punkt. Was wollt ihr machen, mich verhaften?
dass ich angeschnallt bin. Ein Kopf weniger. Geschieht ihm recht. Du arbeitest jetzt für das Haus? Wolltest dich nicht einwochen lassen? Das war ein Test. Ich habe bestanden und wurde befördert. Ha, klingt, als müsstest du mir dankbar sein. Übertreib's nicht, Jimmy. Das ist nicht gut. Verdammter Mist! Hier weg. Jimmy! Na sowas! Was für eine nette Überraschung! Das Haus sagte, sie wollten nur reden, ich schwör's dir! Du mieser Verräter, arbeitest jetzt also für das Haus? Du etwa nicht? Du fährst meinen Fluchtwagen! Oh, richtig, guter Punkt! Einer weniger. Erwischt. Du arbeitest jetzt für das Haus? Wolltest dich nicht einlochen lassen? Das war ein Test. Ich habe bestanden und wurde befördert. Ha, klingt, als müsstest du mir dankbar sein. Übertreib's nicht, Jimmy. Ein Kopf weniger!
Das ist nicht gut. Geschieht ihm recht. Das krieg ich noch ewig zu hören. Hier weg. Jimmy! Na sowas, was für eine nette Überraschung. Das Haus sagte, sie wollten nur reden, ich schwör's dir. Du mieser Verräter, arbeitest jetzt also für das Haus? Du etwa nicht? Du fährst meinen Fluchtwagen. Oh, richtig, guter Punkt. Ich will nicht in den Knast. Jetzt für das Haus? Wolltest dich nicht einlochen lassen? Das war ein Test. Ich habe bestanden und wurde befördert. Ha, klingt, als müsstest du mir dankbar sein. Übertreib's nicht, Jimmy. Angeschnallt bin. Yeah, einer weniger. Bis dann. Thank you.
Spaß bei der Reparatur. Hey, lass uns in Ruhe. Oh, wow, den hast du erwischt. Wieso versucht ihr es überhaupt? Was? Ich setz dich ab. Danke, Miller. Nur damit das klar ist, Jimmy. Das hier ist das letzte Mal. Ich verstehe. Wenn du mich nochmal anrufst, gehe ich nicht ran. Selbst wenn du stirbst und ich deiner Frau sagen soll, dass du sie liebst. Aber ich bin nicht verheiratet. Nie wieder. Verstehe. Was hast du in dem Casino gemacht? Warum fragst du mich? Das hier, ist das Debriefing, Jimmy. Oh. Das Casino verkauft nicht ans Haus. Also sollte ich seinem Marktwert senken. Was stehlen, für Unruhe sorgen, den Gästen Angst machen. Um eine feindliche Übernahme vorzubereiten.
bist echt ein Profi, Miller. Weißt du das? Ja, so bin ich. Total professionell. Hey, Jimmy. Bleib sauber, ja? Lady, du bist gut. Du bist nun bereit für die Oberliga. Du musst für uns einen VIP rumkutschieren. Hör einfach zu, was er erzählt und gib's an uns weiter. Verstanden? Toll, ich bin Oberfahrerin. Ich schick dir die Abholposition. Nichts über Sonnenaufgänge am Steuer. Sei so lieb und gib Gas. Warum die Eile? Einfach nur, weil ich es sage. Fahr los. Du bist der Boss. Ja, ich bin der Boss. Schlechter Anfang. Naja, du versaust es schon noch. Und? Hat dir Tyler was Interessantes über mich erzählt? Tyler? Wer ist das? Dein Pokerface ist echt mies, Jessica Miller. Keine Sorge, ich lass dich nicht auffliegen. Du weißt also, wer ich bin. Soll mich das nervös machen? So spielst du doch, oder? Gut erkannt. Ich weiß alles über Tylers kleines Street Racer-Trio, das eure Stadt retten will. Mich überrascht nur, dass ihr keine Donuts in Mogadischu dreht, um den Hunger auf der Welt zu bekämpfen. Wissen Tyler und McAllister, wie schwer es dir fällt, so zu tun, als würde dich irgendwas kümmern? Das muss anstrengend sein. Was willst du von mir? Deine Hilfe. Bei einer Wette. Bedeutet? Ich wette, du kommst nicht pünktlich an. Wenn du gewinnst, erzähle ich dir was Interessantes. Was könntest du schon wissen, was mich interessiert? Ich weiß, wo eins der Autos des Collectors am Fortune Valley Day sein wird. Kümmert mich nicht. Und wenn es Tech enthält, die Rap und deine Crew wollen? Selbst wenn das wahr ist, kommen wir niemals nahe genug ran. Oh, Jess, du denkst zu negativ. Der Collector ist ein zwanghafter Angeber. Er wird den Wagen öffentlich zur Schau stellen, um ihn seinen Feinden unter die Nase zu reiben. Das heißt, mir. Okay, wo ist er? Nicht so schnell, Jessica Miller. Gewinn erst mal die Wette.
Du weißt, ich soll dich fürs Haus ausspionieren, oder? Was erzähle ich denen? Dass ich am Telefon über den Verkauf meines Casinos geredet habe und verärgert war. Denkst du, die glauben das? Natürlich, denn genau das wollen sie hören. Sag mal, Broker, weißt du, wer sie ist? So sehr es mich auch ärgert. Nein. Na, sieh mal einer an. Ich hab dem mächtigen Marcus Weir etwas voraus. Na, du bist nicht so amüsant wie Tyler. Wuhu! Du schaffst die Zeit, Miller. Wie kommst du darauf? Bitte, das ist leichter als Karten zählen. Ich weiß, wie du tickst, Marcus. Solltest du Tyler hier hintergehen, mach ich dich fertig. Und wie willst du das anstellen? Weiß ich noch nicht. Aber glaub mir, du erfährst es als Erster. Freu mich drauf. Du liegst gut in der Zeit. Erzählst du mir jetzt von diesem Hightech-Wagen des Collectors? Noch dreht sich das Roulette-Rad, meine Liebe. Warten wir ab, wo die Kugel landet. Ich hab's geschafft, Weir. Du hast verloren. Hältst du dein Wort? Ja, vergoldete G-Klasse Carnival Casino. Eine G-Klasse? Der Mann weiß genau, was er will. Freut mich, dass du zufrieden bist, Jessica. Jess? Wie war das Gespräch mit Marcus? Wieso weißt du immer, was ich mache? Hat Weir etwas über mich gesagt? Nur, dass er nicht weiß, wer du bist und dass ihn das nervt. Gut, komm zu mir. Rev! Ich glaube, ich weiß, wohin das Haus diese Prototypen-Tech bringt. Interessiert? Vielleicht. Wohin? Der Collector präsentiert sie am Fortune Valley Day in einem Casino. Die Show läuft nur einen Tag. Du bist der Beste. Die Sonne geht auf, mein Tag beginnt. Ah!
deinen Truck Schweinchen Rosa. Ihr wurdet gerade gasoliert. Thank you.
Billionaires Row. Nichts von Interesse, nur Reiche, die immer reicher werden und Arme, die immer ärmer werden. Miller, das Haus erwartet einen VIP aus Übersee. Wir müssen sicherstellen, dass du ihn fährst. Und wie machen wir das? Indem wir rausfinden, was genau geplant ist. Hier. Was ist das? Ein Kurzstreckenempfänger. Fahr zu diesen Treffpunkten des Haus und hör sie ab. Claro. Zu welchem dieser Überwachungspunkte soll ich zuerst? Spielt keine Rolle. Du musst sie nur alle so schnell wie möglich erreichen. Sicher, dass Navarros Leute dort sein werden? Im Moment sind sie es. Okay, mal sehen, ob's funktioniert. Er landet am Rift VIP Terminal. Sorgt dafür, dass er pünktlich abgeholt wird. Natürlich. Wer soll ihn fahren? Deine Entscheidung. Aber überprüf ihn. Wenn wir Mist bauen, reißt uns der Kollektor den Kopf ab. Ich hau lieber ab, bevor mich jemand bemerkt. Ich weiß, wo sie ihn abholen werden. Reicht dir das? Nein, noch nicht. Fahr zu den anderen Überwachungspunkten. Mal sehen, ob ich was Nützliches erfahre. Die Wagen sind unterwegs. Und diesmal muss die Tech ankommen. Verstanden? Wir hätten den Königsegg nicht verloren, wenn du mir erlaubt hättest, die Remote-Abschaltung einzubauen. Hier erfahre ich nichts mehr. Also weiter. Was Neues? Der VIP bringt einen weiteren Hightech-Wagen mit. Noch etwas? Mehr habe ich nicht, aber ist dem Haus enorm wichtig. Okay, hören wir mal rein. Die Kleine, die neulich für Navarro fuhr, ist sie verfügbar? Glaube schon. Ich brauche sie als Backup, falls aus Plan H nichts wird. Ich bin also Plan B. Alles klar. Ich bin die Reservechauffeurin für diesen VIP. Gut. Wer steht vor dir? Weiß ich nicht. Dann fahr zum nächsten Überwachung. Wenn wir wissen, wer es ist, könnten wir für einen kleinen Zwischenfall sorgen. Nein! Miller, das Haus erwartet einen VIP aus Übersee. Wir müssen sicherstellen, dass du ihn fährst. Und wie machen wir das? Indem wir rausfinden, was genau geplant ist.
Zu welchem dieser Überwachungspunkte soll ich zuerst? Spielt keine Rolle. Du musst sie nur alle so schnell wie möglich erreichen. Sicher, dass Navarros Leute dort sein werden? Im Moment sind wir. Okay, mal sehen, ob's funktioniert. Er landet am Rift VIP Terminal. Sorgt dafür, dass er pünktlich abgeholt wird. Natürlich. Wer soll ihn fahren? Deine Entscheidung. Aber überprüf ihn. Wenn wir Mist bauen, reißt uns der Connector den Kopf ab. Ich weiß, wo sie ihn abholen werden. Reicht dir das? Nein, noch nicht. Fahrst du den anderen Überwachungspunkt. Mal sehen, ob ich was Nützliches erfahre. Die Wagen sind unterwegs. Und diesmal muss die Tech ankommen. Verstanden? Wir hätten den Quellcheck nicht verloren, wenn du mir erlaubt hättest, die Remote-Abschaltung einzubauen. Was Neues? Der VIP bringt einen weiteren Hightech-Wagen mit. Noch etwas? Mehr habe ich nicht, aber er ist dem Haus enorm wichtig. Verflucht! Okay, hören wir mal rein. Die Kleine, die neulich für Navarro fuhr, ist sie verfügbar? Glaube schon. Ich brauche sie als Backup. Falls aus Plan A nicht wird. Ich bin also Plan B. Alles klar. Ich bin die Reservechauffeurin für diesen VIP. Gut. Wer steht vor dir? Weiß ich nicht. Dann fahrst du zum nächsten Überwachungspunkt. Wenn wir wissen, wer es ist, könnten wir für einen kleinen Zwischenfall sorgen. Das hat ordentlich gekracht. Ich hab's echt vermasselt. Okay, dann höre ich mal zu. Kobashi-sama ist unterwegs. Bereiten Sie alles für seine Ankunft vor. Natürlich. Wir behandeln ihn wie einen König. Er ist weit mehr als das, Lina. Er ist die Zukunft, verstehen Sie? Sagt dir der Name Kobashi irgendwas? Kobashi. Tja, er ist dieser Haus-VIP. Mal sehen, was wir hier haben. Wie spreche ich ihn an? Gar nicht. Kobashi mag schweigsame Fahrer. Und du sagst, er bringt uns das Chipsatz-Upgrade? Das geht dich nichts an, Holzmann. Holtzman, ich hab, was ich brauche. Ich habe einen Namen. Der Fahrer ist dieses Arschloch von der Hazard Company, Holtzman. Gut. Er wird ausfallen. Vermutlich wegen eines familiären Notfalls. Das Haus wird sich bald bei dir melden. Hey Lady, ist gerade was reingekommen. Ich brauche dich für einen VIP-Job. Das ging ja schnell. Was ist? Nichts. Schick mir die Position.
Guten Tag, Mr. Kobashi. Sie sind nicht Holzmann. Wo ist er? Ein Notfall in der Familie. Ich bin sein Backup. Na schön. Fahren Sie mich zu dieser Adresse. Und bitte schnell. Wie schnell genau? Wir werden sehen. Kobashi? Habe ich Ihnen den Eindruck vermittelt, dass ich mich unterhalten möchte? Ich mache nur Smalltalk, Sir. Genau deshalb brauchen wir selbstfahrende Autos. Kobashi hier. Ich bin unterwegs. Sollen wir den Wagen freigeben? Noch nicht. Er ist im Moment meine Lebensversicherung. Geben Sie Bescheid. Ich melde mich, wenn ich im Safehouse bin. Nicht schlecht, Miss. Weiter so. Sie schweigen ja. Wie erfreulich. Stets zu Diensten. Sie gehören nicht dem Haus an. Das Haus bevorzugt stumpfe, gehorsame Helfer. Für wen arbeiten Sie? Einen Feind des Kollektors vielleicht? Ich arbeite für niemanden. Das glaube ich nicht. Wir sind fast da. Sehr gut. Danke. Wir sind da. Und das mehr als pünktlich. Ja, ich bin da. Sagen Sie dem Haus, es kann das Paket ins Lager bringen. Grüßen Sie Ihren wahren Auftraggeber von mir. Ich werde Sie bald treffen. Sehen wir uns doch mal dieses Lager an. Ich habe den VIP abgesetzt. Ich soll dich von ihm grüßen. Was soll das heißen? Er weiß, dass ich gegen das Haus arbeite. Ich werde wohl auffliegen. Verdammt. Dann war das dein letzter Job für das Haus. Was hast du erfahren? Über den zweiten Wagen? Wir bringen ihn in ein Lager. Das interessiert mich nicht. Mich aber. Ich fahre gerade dorthin. Tu das nicht. Noch steht meine Tarnung. Ich werde rausfinden, wohin dieser Wagen gebracht wird. Lass es sein, Merrick. Das ist ein Befehl. Tja, ich stehe nicht so auf Befehle. Wer bist du? Kobashi hat die Erlaubnis gegeben, den Wagen ins Lager zu bringen. Was? Der Kollektor will ihn am Fortune Valley Day im Rift VIP Terminal ausstellen. Ja. Aber ganz sicher? Probleme? Also, wie war das mit dem Lager? Verdammt! Diese Arschlöcher haben die Cops auf mich gehetzt. Thank you.
Wer bist du? Diese Arschlöcher haben die Cops auf mich gehetzt. Wer bist du? Diese Arschlöcher haben die Cops auf mich gehetzt. Kobashi hat mich auffliegen lassen. Jetzt habe ich die Cops am Hals. Ich sagte dir, du solltest es lassen. Die gute Nachricht ist, ich weiß, wo Kobashis Auto sein wird. Das Auto ist unsichtbar. Dann stürzt du dich bei meine Crews Cloud? Nicht im geringsten. Das wird nie langweilig. Ich habe ein zweites. Wir müssen uns treffen. Wo bist du jetzt? Das Haus hat ein paar Cops auf mich angesetzt. Lass mich raten. Navarro hat erkannt, dass du wie eine Verrückte fährst. Sowas in der Art. Thank you.
Conscious. Ich bin die Cops los. Alles okay. Das Haus hat dich enttarnt und wir haben keine Ahnung, für wen Kobashi wirklich arbeitet. Für mich klingt das nicht nach okay. Und was hast du jetzt vor? Ich tauche erstmal ab. Sobald ich weiß, wie es weitergeht, hörst du von mir. Zeig mal. So ist es. Pass auf. Achtung, gleich kommt eine Überraschung. Pass auf. Und? Nein, bitte. Das, oh ja, das ist. Es ist vorbei. Das Haus kontrolliert die besten Ligen und die Cops. Du kommst nie in den Rush. Gib einfach auf. Du hast Angst. Angst, dass all das Geld und die Macht nicht ausreichen, um mich zu stoppen. Ich beende diesen Krieg morgen. Verstehst du das? Egal, was es kostet. Wir sehen uns an der Startlinie. Hey!
Hey Raph, was gibt's? Nun, da die Party vorbei ist, sollten wir unseren nächsten Zug planen. Komm zum Airfield, sobald du Zeit hast. Okay, ich beeil mich. Thank you.
Nachmittagshitze ist nichts für Weicheier. Durch Jess wissen wir von zwei Wagen des Collectors mit möglicher Killswitch-Tag. Wir müssen entscheiden, welchen wir stehlen wollen. Sie sind beide vergoldete Monstren. Der erste ist ein Mercedes G63. Er stellt ihn am Fortune Valley Day in einem Hauscasino aus. An ihn ranzukommen wird nicht einfach. Und der zweite? Den zweiten Wagen wird der Collector morgen nach Japan ausfliegen. Er wird nahe dem Rift VIP-Terminal ausgestellt. Da wird alles abgeriegelt sein. Also, welchen nehmen wir? Wir wollen den Collector ärgern, oder? Schnappen wir uns einfach beide. Okay, Mac. Versuchen wir es. Das Feuerwerk zum Fortune Valley Day beginnt jeden Moment. Das ist unsere Chance. Wir müssen diese Ablenkung nutzen. Eine Frage. Wieso fährt Tyler nochmal den Mac Attack? Weil du den Mercedes wolltest. Und du kannst nun mal nicht beide fahren. Ja, ja, schon gut. Es ist nur... Tyler... Wenn meinem Baby was passiert. Deinem Baby? Du rammst mit ihm nur zum Spaß irgendwelche Bratz. Ich darf das. Rev, mit dem Sicherheitssystem kommt mir klar, oder? Ja. Ich habe den Code aus dem Königsegg-Steuergerät in ein Entriegelungssignal für jedes Auto mit einer kompatiblen Modifikation rückentwickelt und es auf eure Handys hochgeladen. Und das heißt? Es gibt dafür eine App. Jess, das Feuerwerk läuft schon. Was? Mac, du meintest, wir hätten reichlich Zeit. Das war das letzte Mal, dass du einen Job planst. Kann nichts für den Verkehr, Jess. Jetzt gib Gas. Habt ihr's bald? Der Truck ist in Position. Jess, du bist dran. Halt dich irgendwo fest. Ich liebe diese Karre. Da kann mir der Regera gestohlen bleiben. Ich werde das Gold abkratzen und den Mac Attack damit überziehen. Nicht in meiner Werkstatt. Das vergraut mir die Kunst. Mac, ich bin bei Jess. Wir fahren jetzt zum Rift VIP Terminal. Leute, hier stimmt irgendwas nicht. Was meinst du damit? Irgendwas unter meinem Auto hat gerade angefangen zu piepen. Der Collector muss ihn wohl tracken. Ich versuche mal, ihn loszuwerden. Mist, das Ding ist noch da. Mach keinen Quatsch, Mac. Komm einfach her, dann entferne ich es. Ach, einmal versuche ich's noch. Verdammt, das war nichts. Mac, wie war das mit deinem Zeitplan? Ja, ja, ein letzter Versuch noch. Verflucht! Ich dachte, jetzt schaffe ich's. Beweg deinen Arsch hierher. Wir kriegen das schon hin. Rev, ist alles bereit? Morgans Crew hat den Köder geschluckt. Gut. Sehr gut. Ty und ich sind beim zweiten Wagen.
zweiten Wagen und jede Menge Cops im Nacken. Du kennst den Plan. Und was ist das Richtung Sie? Der Mercedes ist im Trailer. Rev sieht sich gerade den Tracker an. Das ist kein Tracker, Mac, sondern eine Bombe. Eine Bombe? Aber ich hab damit Stunde gemacht. Sag mir doch, mach keinen Quatsch. Verdammt! Rev, mein Wagen piept auf. Was soll ich machen? Komm her, ich kümmere mich drum. Wir treffen uns da, sobald ich diese Cops los bin. Mist, Straßensperren. Ich häng sie auf der Baustelle ab. Ich hoffe, das Ding hält was aus. Die sehe ich nicht wieder. Mann, ist das krass. Ich fahre mit einem Lambo Offroad. Ich kenne Leute, die bei dieser Vorstellung heulen. Die sollen mal locker werden. Verdammt, haben die viele Straßensperren errichtet. Keine Sorge, Mann. Die sind bald kein Problem mehr. Mac! Wart einfach ab! Sagt es doch, ich soll ihn ruhig halten. Schalt ein paar Kopf für mich aus. Mache ich. Jetzt seht zu, dass ihr aus der Stadt kommt und werdet die Bomben los. Oder die Wagen. Wir kriegen das hin, Jess. Schlaft schön. Okay, ich hab Neuigkeiten. Dann lass mal hören. Ich kann die Bomben nicht entschärfen. Leute, werdet die Wagen los. Aber ich kann sie entfernen. Wie sicher bist du? Ach, weißt du was? Vergiss es. Das war heftig. Ruhig, ganz ruhig. Na bitte, geschafft. Sind die Bomben weg? Ja. Yeah. Hey Mac, du bekommst gleich ein bisschen Rückenwind. Oh oh. Mac, das Kopfproblem ist gelöst.
Also, Rev, wie sieht's mit den Killswitches aus? Die G-Klasse hat definitiv einen. Und der Lambo hat was anderes. Ein Selbstfahrsystem. Ich rede hier von künstlicher Intelligenz oder etwas nah dran. Das Design der Teile ähnelt außerdem der Tech im Königseck. Sowas habe ich bisher nur in meinem alten Militärlabor gesehen. Was ist mit dem Killswitch? Kannst du damit was anfangen? Allerdings. Ich denke, ich kann einen Schutz dagegen bauen. Sehr gut. Hoffentlich schaffst du es bis zum Rush. Jess, das mit den Roboterautos war ein Scherz, oder? Ich befürchte nicht. Shit. Willst du nochmal übers Betrügen nachdenken, Tyler? Nein, mir ist egal, was die machen. Unsere Crew spielt fair. Tyler? Tyler! Gut, dass meine Wette längst platziert ist. Deine Quote hat sich deutlich verbessert. Es kommen nur noch 3 Ligen für den Rush in Frage, aber die haben es in sich. Komm vorbei. Gern, aber ich... Kein Aber. Bis gleich.